zu, Abigail. Wenn ihr im Wald mit Geistern Verkehr hattet, muss ich es jetzt wissen. Denn sicher werden es meine Feinde erfahren und gegen mich verwenden. Aber wir haben keine Geister beschworen. Und warum kann sich Betty seit Mitternacht nicht mehr bewegen? Das lässt sich nicht verheimlichen. Sagt mir, was habt ihr dort gemacht? Abigail, begreifst du? Ich habe Feinde. Es gibt da eine Partei, die sich geschworen hat, mich von meiner Kanzel zu vertreiben. Verstehst du das? Ich glaube schon. Ich sah die Offenbohren mit dem Teufel! Ich sah Bridget Bishop mit dem Teufel! Ich sah George Jacobs mit dem Teufel! Gott sei Dank, der Bein ist gebrochen. Sie sind frei. Jetzt beruhig dich. Sie werden meinen Tod, John. Du weißt es. Jetzt beruhig dich, wir müssen jetzt klug sein, Elizabeth. Ich gehe morgen zu Ezekiel Schieber und sage ihm, dass sie gesagt hat, dass alles nur Spaß ist. John, wenn schon so viele Leute im Gefängnis sind, muss man mehr tun. John, bitte, mir zuliebe, geh zu Abigail. Was soll ich ihr sagen? John, bitte, versprich es mir.